bisschen weiter oben links. Weiter unten. Wir können den gar nicht treffen. Das ist schon mal nicht schön. Der da. Den können wir treffen. Wenn wir noch Zauber hätten und wenn wir nicht gleich tot sind. Ja, 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 ja. Lalalalalala. Au. Heilen. So. Okay. Also. Dich. Erstmal rechts rumlaufen, allem ausweichen. Dann dich töten. Komm, schnell, 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 schnell. So. Der müsste jetzt tot sein, richtig? Ja. Okay. Da kommt jetzt ein Geschoss angeflogen. Das ist okay, dem weiche ich aus. Dann sniper ich dich. Und schneller. So. Und so. Und Ruhe. Au. Dann kommt Target. Habe ich erwähnt, dass das hier ein garstiges Eckchen ist? Ein wenig, ja? Vor allem lauter Sachen, die im Weg stehen. Weg, weg, weg. Oh, 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 oh. Spinnenflut, Spinnenflut. So. Gib mir meine Seelen wieder. Gib mir andere Seelen wieder. Oh, Petrified Dragonbone. Wir haben allerdings immer noch keine Drachenwaffe. Beziehungsweise Drachenzauberstab in unserem Fall. Der bestimmt schick. So, was haben wir jetzt? Wir haben hier noch eine Tür. Die haben wir, glaube ich, noch nicht benutzt. Und die öffnen sich nicht von dieser Seite. Da wird es zu dem Gebiet gehen, wo wir nicht wieder zurückkommen. Und alle anderen Türen haben wir benutzt. Das heißt, wir kommen hier gar nicht weiter. Das heißt, wir können jetzt wieder den Homeward Boom benutzen. Und das war alles umsonst. Das ist nicht schön. Weil hier ist doch die... Genau, hier ist die Vogelfrau hinter. Open. Mach das Fass da weg. Open. Ja. Pharaoh's Lockstone, sehr schön. Also hier hinter wäre jetzt ein Haus. Wo wir aber nicht von hier reinkommen und nicht von vorne. Okay, also wir müssen jetzt wieder nach oben. Wir müssen die Viecher also alle wieder töten. Was nicht so schlimm ist, weil wir können es von oben aus machen. Von oben aus sollte das richtig einfach sein. Weil wir halt sie snipern können und nicht die uns. Oh, warte mal, ich benutze das Leuchtfeuer gar nicht. Dann dürften die auch nicht respawnen. Ich habe mich ja nur hin teleportiert, ich habe es nicht benutzt. Naja, Magier ist wieder da. Okay, aber genau, der kann uns nicht treffen, wir aber ihn. So, du bist weg. Spinne weg. Da hinten ist noch ein Magier. Also Vorsicht, dass wir nicht runterfallen. Da war was. So. Nee. Ich muss mich schon in Gefahr begeben. Sonst will er das nicht. So, komm. Komm. So, Magier tot. Jetzt muss ich auf die andere Seite über das Ding hier. Wusch. Und hier sind jetzt lauter Räume, die wir noch nicht kennen, theoretisch. Richtig. Obwohl, ich glaube, hier war ich schon einmal rübergerollt. Ja, wir müssen jetzt hier die Räume alle... Ja, genau, Spinne. Die Räume müssen wir jetzt auf dieser Seite der Schlucht alle einmal durchgucken. Und versuchen, einen Schlüssel zu finden. Okay, sicher. Da kommen wir nicht durch. Da
kommen wir her. Hier leuchtet es ganz schön. Keine Secrets. Ah, doch da. Crunch. Noch eine Tür. Noch eine Tür. Ich würde dich richtig gerne schubsen. Alles daneben. Okay. Dann halt so. Eventuell kriege ich dich auch so geschubst. Ja. Okay. So, wo sind wir jetzt? Wir sind... Oh, gut. Zing. Titanite Chunk. Sehr schön. Also wir sind jetzt da, wo wir auch... Nee, hier wären wir nicht hingekommen. Oh, zum Geier sind wir. Ach so, wir sind jetzt in dem Gebiet, wo wir nicht zurückgehen konnten. Aber da halt weiter oben. Das heißt, da, wo das Vieh gerade runtergefallen ist, da in der Ecke war das Haus, wo wir nicht reinkamen. Also wir müssen jetzt irgendwo taktisch günstig runterspringen. Um dann etwas ranzukommen, wo wir sonst nicht rankommen würden. Ich probiere mal hier. Ja, da ist auf den Hauseingang. Was haben wir hier? Nix. Okay. Hier rum, hier rum. Da rein. Ganz viel ekliges spinnenhumanoides Zeug. Und meine kleinen Pfeile sind auch gleich alle. Aber wir haben für Notfall ja immer noch die Armbarhöps dabei. Oh. Nicht mich infizieren. Und weg. Und der Stab ist bald kaputt. Okay, dann sollten wir mit dem Messer die Sachen kaputt haben. Klick. Oh. Oh, Kiste. Sehr schön. Da. Large Titanite Shard. Was ist hier? Nix. Okay. Kiste. Kiste, 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 Kiste. Kiste, 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 Kiste. Wehe. Okay. Sieht daraus aus, ein Jumping. Können Sie nicht einfach einen Knopf machen für Springen und nicht dieses Laufen, Drücken, Loslassen? Ja, okay. Wenn es jetzt nicht geklappt hätte, ich hätte eine ganze Folge lang nur gemeckert und versucht, hier raufzuspringen. Das wäre ja nicht schön gewesen. Also, Stab, 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 oder eine Robe. Southern Ritual Band. Hatten wir sowas in der Richtung nicht schon? Flame Quartz, Dark Quartz. Ne, wir hatten Northern Ritual Band. Increases Spell Uses, but reduces HP. Huh. Und das hier erlaubt einfach nur mehr Zaubersprüche. Nee, warte mal. Allows Attunement of Additional Spells. Das heißt doch, dass man mehr Sprüche benutzen kann, oder? Und das hier erhöht die Anzahl an Sprüchen in dem Slot, die man dann haben kann. Wahrscheinlich. Okay, testen. Und gleich zum Leuchtfeuer. Das ist schon mal schick. Und hier scheint es nicht weiter zu gehen. Darum, darum, darum. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Ja, ich hätte aber eigentlich ganz gerne den Schlüssel gefunden für die eine Tür. Hm. Benutzen? Nein. Das ist noch ein wenig schade. Aber ich glaube, wir waren jetzt überall in diesem Gebiet. Genau, die Tür da unten, die müssten wir noch irgendwie aufbekommen. Ah, da ist noch ein Seilzug. Okay, zurück zum Bonfire. Diesmal den Bonfire auch benutzen, weil die Gegner respawnen, wenn ich die Knochen benutze, unsere Zauber nicht. Das ist ein wenig ungünstig. So, Attune Spells. Zwei! Zwei Slots mehr!
Mal einfach so, schnipp. Ah, ja, krass, okay. Gib mir... was gibst du mir mal? Angstschweiß brauchen wir nicht. Gib mir einfach nochmal ein größeres Geschoss davon. Mach die weg, weil die sind... Ja doch, die könnten praktisch sein, aber brauchen offenes Gebiet dafür. Bei Bosskämpfen vielleicht. Und mach mich hier bitte... Schubsding. Nee, komm, nimm mal den großen Feuerball. Der hat ja ordentlich Wumms. So. Also, Plan. Wir gehen jetzt in die Mitte der Schlucht. Also wir stellen uns auf unserer Seite der Schlucht an den Rand, töten die beiden Magier. Dafür brauchen wir das Fernglas. Und dann gucken wir, wo die zweite Runterrutschgeschichte ist. Wenn es überhaupt eine zweite gab und ich nicht die hier gesehen habe, die ich eben schon benutzt habe. So, weg. Okay. Da unten ist noch einer, der muss auch noch weg. Au, ja, ist okay. Kaputt? Ja, okay. Also hier geht es einmal runter. Und da geht es nochmal runter. Aber wo war jetzt die Tür? Die Tür war auf der Seite, wo wir jetzt sind, ne? Okay, also einmal runter. Das waren wir ja schon. Und dann hatten wir uns da umgeguckt. Und jetzt gehe ich einfach... Spinnefeu. Oh, da ist noch einer von denen. Ihr seid echt überall, ihr doofen, priesterartigen, untoten Magierdinger. Au. Okay, und jetzt hier nochmal. Und da sehe ich einen Hauseingang, zu dem wir nur kommen, wenn wir genau das machen, was wir jetzt gerade gemacht haben. Sehr gut. Kleine, schnelle Pfeile bitte. Und auf Heiltrank wechseln. Okay. So, und hier drin ist jetzt hoffentlich der Schlüssel für die andere Tür. Und nicht nur irgendwas Doofes wie Loot oder so. Außer es ist ein Zauberstab. Dann ist es völlig okay. Au. Hallo Spinne. Hi, bye Spinne. Weg. Weg. Da geht's runter in den Raum, den wir von unten nicht öffnen könnten, weil er sagte, weil man kann es nur von der anderen Seite öffnen. Also von innen. Das heißt, wir gucken uns erstmal hier oben um. Nehmen dann die Leiter, weil man Leiter immer auch wieder hochklettern kann. Zing. Und gucken dann. Wahrscheinlich wird das genau... Oh, Leuchtfeuer. Was? Warum ist hier ein Leuchtfeuer? Sehr komisch. Wir benutzen dich. Das ist jetzt die Tür, die wir nicht öffnen konnten. Und das ist... Naja, es ist nicht so wirklich... Ach doch, das ist der schnellste Weg dann zu dem Vogelvieh. Okay, also du, Leuchtfeuer, wie auch immer du heißt, bist der schnellste Weg zum Vogelvieh. Und das war die ganze Überraschung. Kein toller Loot, kein Schlüssel für die Tür, die wir noch nicht öffnen können. Nö. Und hier oben ist das Loch, wo wir hätten runterspringen können. Ja, schade. Also, in dem Gebiet fehlt uns noch die eine Tür. Und wir waren... Ich fand jetzt doch in den letzten 2-3 Folgen relativ gründlich das Gebiet hier durchgegangen. Müssen wir mal gucken. Ja, was machen wir jetzt? Wir haben... immer noch diese riesige Mühlenanlage in dem Giftgebiet. Und ich glaube, da sollten wir auch lang gehen. Denn ich will wirklich möglichst schnell möglichst viele Bossseelen bekommen. In der Hoffnung, dass eine Bossseele dabei ist, die uns einen Zauberstab bringt. Wir haben allerdings noch ein paar andere Lücken. Und zwar haben wir hier in der Bastille noch eine mächtige Präsenz gespürt. Also ich als Spieler weiß, dass da eine mächtige Präsenz ist. Und das merkt Dalana irgendwie. Das würde ich auf jeden Fall noch gerne machen. Das heißt, entweder werden wir in den nächsten Folgen hier weiterlaufen und die Mühle angucken, oder wir schauen uns nochmal in der Bastille um. Was wir ja so oder so gemacht hätten, weil wir wollten die alten Gebiete alle durchklappern. Jetzt ist es halt nur ein bisschen fokussierter.
Wobei ich auch nicht mehr genau weiß, wo die Präsenz ist. Also auch ich als Spieler weiß das nicht mehr. Es kann auch gut sein, dass die Präsenz hinter den drei Bossen ist. Also diesem Dreierboss. Das wäre dann ein wenig ärgerlich. Also ich könnte den Dreierboss einfach nochmal so probieren. Wir sind ja inzwischen ein bisschen stärker geworden. Und wenn nicht, könnte ich mir Hilfe holen. Aber ich will das eigentlich nicht. Nicht im New Game. Im New Game Plus gerne. Das ist kein Problem. Aber jetzt im New Game würde ich gerne jeden Boss alleine schaffen. Selbst wenn dahinter die mächtige Präsenz ist. Und selbst wenn die Bossseele genau die einzige Bossseele wäre, die uns einen Zauberstab gibt. Irgendwas in der Richtung. Würde ich das gerne vermeiden. Aber ja, wir können es einmal testen, um zu gucken, wie stark wir inzwischen geworden sind. Den Dreierboss. Ja, also entweder kommt nächste Folge das mit dem Dreierboss oder wir laufen hier Richtung riesige Mühle und gucken, was da noch so an Bossen ist. Sonst haben wir an Bossen noch hier eine Nebelwand, weil wir haben inzwischen ein paar Lockstones gefunden. Da könnten wir also auch hingucken. Das war es dann, glaube ich, erstmal an Bossen, die mir so ad hoc einfallen. Ja, gucken wir dann nächste Folge. Also bye bye.